Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist in einer Gesellschaft groß geworden, wo es viele Männer, gerade Männer gab, die überhaupt keinen Bezug zu Kindern hatten. Das war eine Sache für die Frauen gewesen. Dass man ein Kind, sein eigenes Kind, auf den Arm nahm, war nicht unbedingt immer die Regel gewesen. Und als einmal ein Wüstenaraber zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Al-Hasan seinen Enkelsohn küsste, fragte er ihn verwundert: Tuqabbiluna sabiyanakum? Ihr küsst etwa eure Kinder? Das muss man sich ja vorstellen. Ja? Das war für ihn unvorstellbar gewesen. Ja? Das gehörte nicht zur Männlichkeit. Ein Mann hatte mit Kindern gar nichts zu tun. Das war die Sache der Frauen gewesen. Die Frauen kümmerten sich um die Kinder, die Männer in einer patriarchalischen Gesellschaft, die sollten sich um andere Angelegenheiten kümmern. Gibt es teilweise heutzutage immer noch. Tuqabbiluna sabiyanakum? Wie küssen sie nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er antwortete diesem Mann und sagte zu ihm: Awa amlik an naza' Allahu min qalbik ar-Rahma. Liegt es etwa in meiner Hand, dass Allah Ta'ala aus deinem Herzen die Barmherzigkeit gezogen hat? Dafür kann ich nichts. Das ist ein Teil der Barmherzigkeit, das gehört zur Menschlichkeit. Auch wenn es bei euch vielleicht kein Brauch ist, dass man sich um Kinder kümmert oder dass man die Kinder küsst, ja, das ist ein Teil der Barmherzigkeit und gehört zur Menschlichkeit. Und er hat dies sallallahu alaihi wa sallam vorgelebt, obwohl er wusste, dass es viele Menschen gibt, die ihn diesbezüglich komisch anschauen werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war so barmherzig gewesen, dass er manchmal an bestimmten Stellen, wenn er eigentlich Ibadah machen wollte, und wir dürfen nicht vergessen, wer er gewesen war. Er war der Gesandte Allahs gewesen. Er hat eine Gemeinde geleitet, er hat eine ganze Gesellschaft geleitet. Dass er trotz alledem Rücksicht nahm auf die Schwächsten in der Gesellschaft. Und ich sagte, ihr müsst euch uns anpassen, sondern er passte sich ihnen an. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes: Inni la aqumu fi salah. Ich stehe im Gebet auf, um vorzubeten. Uridu an utawwila fiha. Und ich möchte sehr lang beten. فَأَسْمَعُ بُكَى الصَّبِي. Und dann höre ich, wie ein kleines Kind schreit. فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي. Und dann bete ich etwas schneller. كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّي. Ja, aus, sozusagen, weil ich nicht möchte, dass ich es seiner Mutter zu schwer machen möchte. Und da sehen wir, ja, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam damit umging. Manche Leute heutzutage, ja, auch sehen wir, ja, wenn sie in die Moschee kommen und Kinder sehen, dann gucken sie gleich böse. Ja? Und wenn dann das Kind noch in irgendeiner Weise zu laut ist oder rumrennt oder weiß ich etwas, ja, dann meckern sie gleich rum. Ja? Haben kein Verständnis dafür, ja, dass Kinder auch in die Moschee gehören. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, ich meine, wenn wir unsere Kinder nicht mitnehmen, wo sollen wir sie sonst hin tun? Was nicht bedeutet, ganz wichtig, dass wir unsere Kinder nicht beibringen, wie man sich in der Moschee verhält. Und dass die Eltern manchmal ihre Kinder rumrennen lassen und sie sind laut und weiß ich was und sie stören alle. Das geht natürlich auch nicht. Sondern man muss einen Mittelweg finden. Ja? Man muss es akzeptieren, wenn ein Kind zwischendurch mal, wenn es eine Ausnahme ist, vielleicht weint. Aber dann kümmere ich mich um das Kind. Ja? Aber dass wir die Kinder aus der Moschee heraushalten, das ist etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns nicht beigebracht hat. Er hat uns lediglich gelehrt, wie die Adab aus den vielen Kindern. Und das gehört ebenfalls zur Rahma unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.